Hallo ihr Lieben, heute haben wir den 19. November. Ja, ihr seht richtig, meine Chilis stehen immer noch draußen, aber es hat sich mega Frost angekündigt, deswegen ist heute der letzte Tag. Meine Chilis werden geerntet. Ich wollte es nur noch einmal zeigen. So ist der Stand heute, am 19. November 2022. Meine Chili-Pflanzen sind draußen, haben bis jetzt gut gereift. Es sind noch viele Grünen. Ich habe mir überlegt, diese Pflanze vielleicht in den Wintergarten zu stellen. Mal schauen, ob die bis Januar vielleicht noch überlebt. Ich habe ja meine Paprika und Chilis in Kübel. Die meisten werde ich heute leeren, aber wie gesagt, eine ausgewählte Sorte probiere ich mal zu versuche mit ihr zu überwintern oder ob sie das packt, überwintert. Paprika im Gewächshaus erfreut mich auch noch. Ihr seht, es ist viel rot oder auch orange dementsprechend. Die reifen nach. Es kommen auch noch immer wieder wachsen welche, frische, die vielleicht nicht mehr die perfekte Form haben, aber immerhin. Ja, mal schauen. Gewächshaus Paprika bleibt auf jeden Fall noch ein Weilchen. So, das sind die Chilis von heute, die ich jetzt putze und zum Trocknen stelle. So stelle ich die Chilis jetzt zum Trocknen. Das sind die etwas größeren. Ich habe sie einfach halbiert. Und die kleinen habe ich ganz gelassen. Ich trenne sie ein bisschen, weil kann sein, dass der eine Boden schneller fertig ist als der andere. So halb fertig sind meine Chilis, beziehungsweise eine Lage ist fertig und die andere noch nicht. Ist noch leicht weich. Ich hätte jetzt im Gegenteil gedacht, dass die kleinen schneller sind. Okay, also die werden jetzt, die trockenen werden zerkleinert und für Gewürze aufgehoben, für Gewürzmischungen. So sieht das fertige Chilipulver aus, ist grob gemahlen. Sehr aromatisch. Ja, es ist sehr aromatisch. Das Aroma hängt in der Luft. Und ich nehme dieses Pulver für Mischungen zum Beispiel, für Gewürzmischungen oder auch im Sommer dann zum Schädlingsbekämpfung kann man es auch verwenden. Okay.